Willkommen zu meiner Deckungstour bei Craftable Math. Und ich habe mal einfach ein bisschen was ausprobiert. Und zwar letztendlich eine algebraische Umformung ist ja die Bestimmung der Ableitung, zum Beispiel mit dieser Plus-H-Methode, wie auch immer ihr sie nennt. Und was macht man da? Da legt man ja zum Beispiel fest, ich nehme einen x-Wert, den bezeichne ich als x0. Das mache ich mal übrigens. Man kann auch, wenn man länger drückt mit der Maus oder mit dem Finger hier das eingeben dann oder eben in dem Menü auswählen, was man haben will. Und hier an der Ecke ist das immer noch verschiebbar. Und mein zweiter x-Wert, der ist ja x gleich x0 plus h. So, und diese zwei Werte muss ich im Prinzip in meine ursprüngliche Funktion einsetzen und die kopiere ich mir jetzt gerade mal hierher und setze das dann ein, ne? Also den ersten x-Wert hier einsetzen und den zweiten x-Wert auch hier einsetzen. So. Und jetzt, um die Ableitung zu bestimmen, macht man das ja üblicherweise so, dass man dann Delta Y durch Delta X rechnet und dann noch den Grenzwert für H gegen 0 betrachtet. Und das schreibe ich mir gerade mal auf, also das mit dem Delta Y durch Delta X. Y, das kopiere ich mir mal, damit ich nachher nicht nochmal suchen muss. Und das ist gleich Y2 minus Y1 geteilt durch x2 minus x1. So, das müsste ich jetzt quasi hier einsetzen. Das Problem ist, ich kann es jetzt natürlich nicht einsetzen, weil hier steht y1 und nicht x und y, also x2. Was ich machen muss, ist quasi das Ganze umbenennen. Und dazu gibt es ja das Umschreiben von Ausdrücken, wo man also gezielt eine Umformung vornehmen kann. Dazu fasse ich meinen Ausdruck an, den ich ersetzen will, und shake ihn hoch und runter, also schüttel ihn hoch und runter. So richtig gut geht das nicht immer. Und ich sage, das ist eben ein spezielles x, nämlich das x1. Und wenn ich da drauf drücke, sagt mir, du hast gerade den Wert verändert, weil x Variable x ist was anderes als die Variable x1. In diesem Fall ist es aber eine sinnvolle Umbenennung und deshalb darf ich das machen. Deshalb endet er das. Das gleiche mache ich also jetzt bei meinen anderen x-Werten, dass ich den, beziehungsweise auch y-Werten, indem ich denen also einen anderen Namen gebe. Ich muss zweimal draufklicken, um halt zu sagen, jawohl, das ist wirklich sinnvoll. Das ist mit Absicht, dass ich das mache. Und gleich bin ich fertig. Y2. Okay, und wenn ich das jetzt umbenannt habe, dann kann ich die Sachen auch einfach einsetzen. Das heißt, ja, ich ziehe einfach rein mein x1, mein y1, mein x2 und das y2. So, das Ganze ist natürlich jetzt hier ausführlich dargelegt. Wir machen das mal kurz und arbeiten daran weiter. Vielleicht noch ein bisschen nach oben schieben. So, und die nächsten Schritte, die gehen jetzt halt so, dass ich zum Beispiel die Klammer auflöse, dass ich das x2, x0 zum Quadrat mit dem x0 zum Quadrat da vereinfache. Und x0 und minus x0 im Zähler vereinfache ich auch. Jetzt wird es ein bisschen eng, deshalb scrolle ich mal nach oben. Nächster Schritt ist, ich zerlege diese Summe in zwei Einzelbrüche und die kann ich jetzt natürlich kürzen. Ups, das war. So, und damit habe ich mein Delta Y durch Delta X, also den
den Differenzenquotienten und da müsste ich jetzt halt dann noch den Limes berechnen. Ich habe mir überlegt, ob ich das vielleicht irgendwie mit GeoGebra machen könnte, ob ich da irgendwie das noch irgendwie einsetzen könnte, weil ich kann ja auch hier ein GeoGebra-Fenster einbauen. Ja. Kriege nicht immer die richtige Stelle, so dass ich das bewegen kann. Was ich auf jeden Fall machen könnte, ist natürlich meine ursprüngliche Gleichung hier reinziehen. Na, dazu brauche ich das Werkzeug. Und dann ziehe ich es hier drüben rein und da habe ich die Parabel. Moment. Ich bin noch nicht so richtig geübt hier in der Bedienung von GeoGebra hier drin. Ah, das ist zu klein, da muss man. Ich habe das zum Verschieben gesucht, aber das ist da gewesen. So, und jetzt könnte man natürlich dann eben diskutieren, was dieses Ergebnis hier bedeutet. Und das dann eventuell dazu passend einzuzeichnen. Aber im Grunde genommen ist das einfach nur super, wie ich finde.